Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zum Tagesorakel für Donnerstag, den 29. August. Und ich freue mich, dass ich euch begrüßen darf. Natürlich schauen wir gleich nach, welche Energien fließen, welches Kraft ihr uns begleiten möchte, was wichtig ist, ja. Aber zuerst, ihr kennt es ja, stimmen wir uns ein auf den Tag, auf die Legung. Natürlich bitte ich auch heute die geistige Welt wieder um Schutz, um Unterstützung, Beistand und um Führung für jeden Einzelnen von uns und natürlich auch für meine Legungen. So, jetzt schauen wir gleich nach. Welches Krafttier wird uns denn begleiten? Möchte uns hier unterstützen? Hier am Donnerstag, ja. Schauen wir mal, welches Krafttier wird es denn sein, das uns hier begleitet und Hinweise gibt? Welches magische Krafttier wird es denn heute sein? Ja, und wir haben die Fledermaus. Jawohl, sehr schön. Instinkt und Orientierung. Die Fledermaus kann sich im Dunkeln orientieren, indem sie ihre Umgebung mit Ultraschall wahrnimmt. Höre jetzt in dich hinein, wenn du nicht weiter weißt. Vertraue deinen Instinkten und verlass dich auf dein Bauchgefühl, um neue Entscheidungen zu treffen. Oder um eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich in mich horche, gelange ich zu Klarheit über meinen Entschluss. Ja, weil nur du kannst ja die Entscheidung treffen. Vielleicht ist es ganz wichtig, mal auch dein Echo zu hören, das aus deinem Innersten kommt, ja, und sich darauf verlassen, ja, dein Gefühl, dein Instinkt, das ist hier gerade ganz wichtig anscheinend. Schauen wir mal, was uns die Erzengel noch dazu mitgeben möchten. Vielleicht auch hier noch eine wichtige Botschaft. Erzengel Samael. Interessant. Entscheide dich für harmonische Reaktionen. Handle mit Weisheit und Anmut. Also hör auf dein Bauchgefühl und handle weise. Ja? In dir drinnen. Ja? Deine Weisheit, dein Wissen darfst du auch dazu benutzen, um eine Entscheidung zu treffen. Ja, harmonische Reaktionen heißt natürlich hier, dass es in Harmonie enden sollte natürlich, ja. Oder einfach eine, ich möchte sagen, friedliebende Entscheidung. So hört sich das für mich hier an. Aber jetzt schauen wir noch, was uns natürlich auch die Lektionen deiner Seele mitteilen möchten. Schauen wir hier nochmal, vielleicht haben wir hier noch eine wichtige Botschaft. Tod. Ich lerne, dass jedes Ende ein Anfang ist. Manchmal muss man ja etwas beenden, ob das eine Situation ist, ob man einen Menschen loslässt, ob man bestimmte Dinge loslässt. Ja? Manchmal ist ein Ende auch ein Anfang. Wie gesagt, manche Situationen muss man loslassen, manche Themen, manche, auch manche Kapitel im Leben. Auch das ist wichtig. Ja, man sollte den Tod jetzt nicht eher als Abschluss sehen, als Abschluss und Neubeginn. Wenn etwas sich verabschiedet, endet, ja, man sollte den als Ende betrachten, kann natürlich Neues auf dich zukommen. Ich finde es eine interessante Botschaft, ja, weil du musst vielleicht eine Entscheidung treffen, etwas loszulassen, etwas zu beenden. Kann eine Situation sein, eine Person sein, Dinge sein, ganz unterschiedlich. Eine Einstellung auch natürlich, auch ein Kapitel in deinem Leben. Und das, diese Entscheidung kann vielleicht nicht so einfach sein, dann hör auf dein Bauchgefühl. Ja, das wird dich hier richtig leiten und handle weise, klug und weise, würde ich sagen. Ja, zum
Wohle, natürlich für dich, aber auch zum Wohle aller. Hier haben wir noch drei Botschaften erhalten. Gleiches zieht Gleiches an. Ja, das wissen wir, oder? Du bist nie allein. Geistige Welt wird immer bei dir sein. Und vertraue deiner Intuition. Wir haben wieder die Intuition. Wir haben wieder das Bauchgefühl. Ja? Das ist nochmal wichtig. Also, und du bist hier nicht allein. Die geistige Welt wird dich unterstützen. Und denk dran, Gleiches zieht Gleiches an. Das ist doch sehr positiv, finde ich. Ja, sehr positiv, ja. Und manchmal muss etwas zu Ende gehen, damit etwas Neues entstehen kann. Denk mal drüber nach. Wenn es hier eine wichtige Entscheidung ist. Schauen wir mal, welche Seelenengel uns heute begleitet. Engel des Friedens, ja. Eine weise, harmonische Reaktion. Bewahre dir deinen inneren Frieden. Also harmonische Reaktion, dein innerer Frieden ist wichtig dabei. So sehe ich das. Also sehr interessant, finde ich jetzt. Jetzt schauen wir natürlich, was uns die Lennermann-Karten dazu sagen. Also tolle Botschaften bisher. Hier geht es um Herzensdinge. Hier geht es um herzliche Verbindungen, Freundschaften. Kann natürlich hier der Hund Freundschaften sein, Kameradschaften, Arbeitskollegen, Partnerschaften, Liebhaber, Familienmitglieder. Ja, hier geht es um Herzensentscheidungen. Ja, die unerwartet auf einen zukommen, ja, unerwartet im Leben kann hier Wachstum entstehen, unerwartet kann man hier Einschnitte im Leben erwarten, unerwartet kann hier auch etwas gelöst werden, hundertprozentiges Gelingen, hundertprozentiges Wachstum ist möglich, unerwarteterweise, es kann hier uns Herzensgelegenheiten sein, Familienangelegenheiten, Freundschaften, ja, Kameradschaften als Kind, kann ja aber auch sein, dass dir hier jemand mit Rat und Saat zur Seite steht, ja. Also sei ein wenig wachsam, öffne deine Augen, entscheide klug und weise aus dem Herzen heraus, aus deinem Gefühl heraus, aus deiner Intuition heraus, auch aus deiner Seele heraus. Und hier geht es um deine Sicherheit, deine Lösungen, dein Wachstum, dein Gelingen hier. Hundertprozentig Wachstum unerwarteterweise ist möglich. Also hör auf dein Bauchgefühl. Ja, du triffst eine richtige Entscheidung. Das wird dir auch klar werden, wenn du in dich reinhorst. Ja, also klug, weise Entscheidung. Manchmal muss man etwas, sich von etwas lösen im Leben. Unerwarteterweise. Auch das kann hier möglich sein. Ja. Kann eine Freundschaft sein. Also eine herzliche Verbindung sein, kann jemand sein, kann aber auch eine Situation sein, mit der man von Herzen verbunden ist. Also hier zeigen sich Herzenslösungen natürlich auch an. Also das ist auch nochmals schön. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderbaren Tag. Alles Liebe, alles Gute. Namaste.